Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mir ist noch was Witziges eingefallen, beziehungsweise ich habe was sehr Interessantes wiedergefunden. Und zwar Splitter 2. Das ist eigentlich an sich jetzt nicht wirklich irgendwas mega Spannendes, denn das ist eigentlich hier so ein relativ simples Physikspiel, wo man so ein Smiley immer in so ein Loch bringen muss. Ja. Soweit so unspannend. Allerdings, Main-Menü. Oh, okay, hier weiß ich, hier muss man das neu starten, weil es abkackt. Allerdings haben ich und Mamfi damit vor relativ langer Zeit, ich glaube, das ist sehr lange her, mal witzige Sachen gemacht, denn dieses Physikspiel hat nicht nur diesen komischen Story-Mode mit dem Smile, sondern auch einen Editor. Und da das ein Physikspiel ist, ist relativ klar, was wir damit veranstaltet haben. Und zwar haben wir waffentechnischen Kram nachgebaut. Den wollte ich mir jetzt mit euch zusammen angucken. Und gucken wir mal, was wir als erstes haben. Nennt sich Beschleuniger. Mal gucken, was dahinter steht. Und ach ja, ich sehe, was es ist. Und zwar ist das die Beschreibung, ist ein bisschen komisch gemacht, wie ein Beschleuniger funktioniert. Und zwar gehen wir mal auf Play. Ja, sehr gut funktioniert das hier nicht, muss ich zugeben. Und zwar ein Beschleuniger funktioniert so. Ihr habt ja gesehen, bei den... Ach, wie süß der Smile guckt. Schielen. Okay, ihr habt ja gesehen in meinem Video zur MP5 und im Video zur MP40, dass es ja verschiedene Masseverschlüsse gibt und die beiden Dinger hier sollen Verschlüsse sein. Das bedeutet, ihr müsst euch hier oben in etwa die Patrone vorstellen. Und der eine ist einfach freilaufen und der andere hat hier noch einen Beschleuniger dran. Kann man immer wieder Reset machen. Und der Beschleuniger läuft halt so minimal langsamer ab. Das werdet ihr wahrscheinlich irgendwann sehen, wenn ich bei World of Guns irgendwann mal die Farmers erkläre. Aber so richtig gut funktioniert das nicht, denn die kommen eigentlich so gut wie gleichzeitig an. Na gut, wenn das alles so gut funktioniert hätte, hätten wir das wahrscheinlich auch schon mal vorher irgendjemandem präsentiert. Gucken wir als nächstes an, den Kniegelenkverschluss. Ah, genau. Das soll den Kniegelenkverschluss zum Beispiel von einer Walther P08 simulieren. Ihr müsst euch vorstellen, das hier ist das Gehäuse mit dem Lauf und das hier ist der Verschluss und hier vorne sitzt in etwa die Patrone. Also lassen wir das Ganze mal ablaufen. Also ganz so gut funktioniert das auch nicht, aber hier sieht man, dass sich hier oben halt dieses Kniegelenk hier hochbiegt, aber das Kniegelenk stört eigentlich den Verschluss nicht, denn eine Verbindung findet hier nicht statt. Wahrscheinlich werdet ihr das eher sehen, wenn, wie nennt sich das? Ich das Video mache zur Walther P08. Ich glaube, die habe ich freigeschaltet bei World of Guns. So ein bisschen sieht man hier das, aber so ganz so klar wird das wahrscheinlich für jemanden, der das nicht weiß, nicht. Gucken wir mal, was wir hier sonst noch haben. Load. Kippnase. Ah, okay. Das ist jetzt eine Glock und zwar müsst ihr euch so vorstellen, das hier, also dieses Holzteil hier ist der Schlitten. Dieses Ding hier ist der Lauf mit der Patrone drin und gucken wir uns das mal an. Da wird nämlich der Lauf immer nach unten gekippt. Und ihr seht hier immer, dass der Verschluss bzw. der Schlitten immer noch so ein paar Millimeter nach hinten laufen. Ne, Moment, das ist ja eigentlich falsch. Eigentlich laufen ja Lauf und Schlitten gemeinsam zurück und trennen sich dann. Oh, ich sehe, das hier ist wahrscheinlich für Leute, die sich nicht so gut auskennen mit der Waffentechnik, also noch nicht so einfach zu verstehen, aber so ein bisschen sieht man hier den Effekt, also von Kippläufen in Pistolen. Ja, gucken wir mal, was wir sonst noch haben. Also, ist eher witzig zum Gucken. Also, zum Lernen ist das wohl nicht so gut geeignet. Kipplauf haben wir hier nochmal. Ja, das ist jetzt so eher das Prinzip Colt 1911, wo halt hier der Lauf hier im Rahmen bzw. im Verschluss oder Schlitten hier oben durch diese Walzen hier, oder eigentlich heißt es Warzen, aber das sind eigentlich eher so Verschlusskämme. Wahrscheinlich werdet ihr das eher verstehen, wenn ich ein Video in World of Guns zur Colt 1911 mache. Gucken wir mal, wie das abläuft. Ja, das ist schon realistischer. Zwar läuft das beides noch so ein bisschen langsam hinterher und dann wird das halt hier oben durch dieses... Hier ist es einfach nur so eine komische Stange. Bei der Colt M1911 ist es sowas, was man eher so als Kettenglied bezeichnet. Aber hier sieht man das Prinzip ganz gut. So, gehen wir nochmal in den Editor, gucken uns was anderes an. Load. Kniegelenk hatten wir. Dann Kipplockverschluss sieht noch ganz. Ich glaube, das ist was selbst ausgedachtes, da kann ich mich dran erinnern. Da haben wir lange dran gesessen und es funktioniert immer noch nicht. Kipplauf ist noch was, was es in Wirklichkeit gibt. Ach, okay, ja. Das funktioniert ganz gut, das kann man auch ganz gut verstehen. Das hier ist in etwa,
Also relativ grob ist das hier eine SCG-44 bzw. SKS bzw. FN-FAL. Und zwar müsst ihr euch das so vorstellen, das hier oben ist das Gassystem und das hier ist der Verschluss, hier würde dann die Patrone liegen. Und das ist halt ein zwangsentriegelter Verschluss. Das bedeutet, das kann ich ja auch zeigen, zurück im Editor, wenn, kann ich das einfach nehmen? Ja, wenn ich jetzt hergehe und diese Stange hier, die sich halt bewegt durch dieses drehende Rad, was natürlich nur dazu da ist, zu verdeutlichen, wie so ein Verschluss funktioniert, denn in einer richtigen Waffe ist kein so ein drehendes Rad. Wenn ich das jetzt hergehe, ich kann so viel Kraft hier auf den Verschluss ausüben, wie ich will. Also simuliert es hier, dass jetzt hier so eine Patrone liegt. Das wäre jetzt eine ziemlich kleine, lange Patrone. Ich kann so viel Druck auf den Verschluss ausüben, wie sie will. Das Ding wird sich nicht öffnen, weil hier durch die Abstützebene verhindert wird, dass der Verschluss nach hinten läuft. Und erst, ihr habt das ja wahrscheinlich in meinem World of Guns Erklärungsvideo, also Allgemeinerklärungsvideo gesehen, in dem Teil, den ich von der AK-47 kurz in das MP5-Video eingeschnitten habe. Erst wenn dann wirklich der Gasdruck kommt und hier dieses Ding bewegt. Oh, geht gut. Erst dann kann der Verschluss zurücklaufen, weil er. Okay, ich glaube, ich habe hier irgendwas verändert. Editor. Laden wir das ganz einfach mal neu. So. Okay. Und erst wenn der Gaskolben hierher geht und auf den Verschluss wirkt, dann geht der Verschluss her. Also der Verschlussträger wäre das hier. Das hier ist der Verschluss her. Und hebt den Verschluss halt aus seiner Abstützebene heraus, sodass der Verschluss zurücklaufen kann, was hier zugegeben sehr merkwürdig aussieht. So, gehen wir zurück in den Editor und laden das letzte. Das war der Kniegelenk-Lochplattenverschluss. Das ist was, das hat sich Mumphy ausgedacht. Und das funktioniert auch nicht immer wirklich. So, das ist jetzt ein richtiger Ablauf. Und zwar hebt das. Ja, das funktioniert. Moment, kann man das machen, dass sich das langsamer dreht? Konnte man. Hier diese. So, das ist jetzt der Kreis. Und. Das ist die Platte. Ah, hier. Ja, kann man machen, dass es langsamer dreht. Ich hoffe, es funktioniert jetzt noch. Play. Ah, gut, langsamer. Das hier schiebt den Verschluss nach oben, bis er ganz zurück ist. Und dann kommt die Lochplatte zurück und schiebt sich hier drauf. Und das bedeutet, die Abstützebene von dem Ding ist einmal. Jetzt wird er natürlich wieder geöffnet. Und jetzt hat er sich verhakt. Wie gesagt, das Ding funktioniert nicht so super gut. Und die Abstützebene wäre dann halt hier, der hintere Block. Okay, jetzt läuft er wieder richtig ab. Hier wäre die Abstützebene und hier oben nochmal. Und das, ich glaube, dazu fliegt irgendwo eine Zeichnung rum. Ich muss mal Mumphy darum bitten, die mal zu suchen, wie dann wirklich die Waffe von oben aussehen würde. Das hier stellt nämlich so eine Art Blech dar, welches sich kniegelenkartig verschieben kann und aber Löcher hat, die dann den Verschluss freigeben. Also das wäre auch was, wäre in Wirklichkeit nicht wirklich sehr praktikabel, weil man halt die ganze Zeit so eine Blechplatte hat, die dann aus der Waffe nach oben. Oder ich weiß nicht genau, wie es geplant war. Ich muss gleich Mumphy mal fragen. Oder die ganze Zeit so eine Blechplatte aus der Seite herausdrückt. Aber ich muss sowieso irgendwann nochmal unsere ganzen Zeichnungen mal einscannen und veröffentlichen. Da sind nämlich teilweise richtig witzige Konstruktionen von uns bei. Und ich glaube, das war's auch schon. Page 1 von 22. Nein, mehr haben wir nicht gemacht. Ich werde gucken. Ich habe nicht in Erinnerung, dass da mehr drin war. Vielleicht habe ich auch noch einen Account. Also wir sehen uns gleich wieder. Sollte das nicht der Fall sein, sollte das nicht der Fall sein und sollte ich nichts finden, dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann kommt er hier zum alten Video und dann kommt er hier zu irgendeinem anderen Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Das war eigentlich eher witzig als irgendwie lehrreich. Und dann sage ich mal, bis dann.